Der Norrisring ist zurück im Programm des Porsche Carrera Cup Deutschland. Der Stadtkurs in Nürnberg steht für harte Zweikämpfe und turbulente Rennen. Das Highlight für viele Fahrer. Beim Start zum siebten Saisonrennen geht es angemessen los. Der gesamtführende Larry ten Forde auf Pole kommt schlecht weg, attackiert den zweiten Michael Ammermüller grenzwertig. Dann ist hat er mich abgedrängt in die Mauer, konnte dann nicht mehr weiter ausweichen, ist mir dann sogar ins Auto gefahren, also war ich ziemlich gefährlich. Das entscheidende Duell um den Sieg, wieder ten Forde, diesmal gegen Andlauer. Der Franzose hat die Nase vorn, ten Forde zieht nicht zurück und das wird zum Problem. Er war einfach kein genug Platz, um das zu haben. Und dann habe ich ihn berührt und er hat mich berührt. Und dann war bei mir hier vorne kaputt und bin wieder in die Mauer. Julien Andlauer bleibt vorn und siegt zum zweiten Mal in Folge. Rennen 2 wartet mit einer unglaublichen Szene auf drei Huber-Piloten auf dem Weg, gemeinsam das Podium zu erklimmen. Doch 10 Runden vor Schluss passiert das Unfassbare. Skoog, ten Forde und Valilco kollidieren und scheiden aus. Was für ein Desaster. Wir werden das intern klären, aber wir sind extrem enttäuscht. Vor allem nach dem, was gestern passiert ist, heute wieder. Und somit wieder Lechner vorne. Diesmal Michael Ammermüller erholt seinen zweiten Saisonsieg. In der Gesamtwertung führt weiter ten Forde, aber nur noch mit 4,5 Punkten. Weiter geht es Anfang August in Zandvoort.